lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3 natürlich, nicht vergessen. So, wir sind hier gerade sauber abgekackt. Oh, nachladen. Gott, war viel stark geworden, ist der. Es regnet Körperteile. Wir müssen das Ding noch mal besser aufpippen mit mehr Motivation und so einen Scheiß, ne? Das wäre natürlich mega geil. Okay, was wir aber rausgefunden haben, dass der Granatwerfer offensichtlich eine geile Sache hierbei ist. Perfekt. Er klärt einfach so ohne Kopf weiter. Immer so viel einfach. Oh, das Ding, ein Ding hat uns überlebt. Einer? Boah, die fressen ganz schön viel Muni. Lass es sein, 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 lass es sein. Der kommt doch nicht mehr runter von mir, ne? Der hat jetzt perverse Drecksau. Einfach keine Chance, ne? Sind keiner Nähe. Verreckt endlich. Ladung wird kalibriert. Bitte. Deine Mutter wird kalibriert. Transport wird in Kürze fortgesetzt. Alle zurücktreten. Tätigkeiten werden wieder aufgenommen. Boah, fick doch die Henne. Meine Fresse. Isaac, langsamer. Wenn Was? Sie sterben, hilft das niemandem weiter. Mit einer Sache hat Norton recht. Es gibt kein Zurück. Wenn ich auf diesem Eisball krepiere, dann zusammen mit Danik. Ja, wenn er so möchte, ne? Kann man ja machen. Wir sind auf der Tür. Gebt den Teams Bescheid. Haltet Danik drin. Wenn ich das schon sehe, dass hier schon welche Laserpointer-Bombensdingsen runterpumpen, ne? Boah, Alter. Wir brauchen definitiv mehr Munition für die Flinte und die muss mehr Schaden machen. Wir hätten die zum früheren Zeitpunkt des Spiels irgendwie mal herstellen sollen. Wo ist es eigentlich hingehen, Dings, was jetzt gerade. Was ist mit der Musik? Ich frag mich, warum hat dieser Danik eigentlich keine Probleme so wie wir? Ich meine, wir haben ja echt Probleme hier, das muss man ja mal sagen. Nun stellt sich mir die Frage. Nicht dein Ernst? Mich komplett verarschen, Leute. Boah, Alter, Digga. Ja, ja. Als wird es nicht. Keine Munition? Fuck you. Ich kriege nicht!
brauche noch mehr Munition, Alter, definitiv. Es nervt. Oh, scheiße. Nicht so schnell. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, wie kommen wir denn darüber? Aber, auch nicht schon wieder so ein... Warte, lass uns mal hier ganz kurz mal die Bots rausfahren. So ungefähr. Scheiße, ich hasse diese Hack-Terminals, ne? Ich hasse die echt. Meine Fresse, ey. So viel davon auch immer, ne? Das ist total nervig. So. Ja, ich hab dich doch. Voll. Ja, gib. Na komm. Nein, da hoch. Mann, da. Jetzt geht er da. Ich hasse es. Fick dich einfach. Ja, ehrlich. Scheiß Koordinationspisse, ey. Mach doch, ey. Was denn? Was ist denn dein Problem, Mann? Warum geht der denn nicht runter? Ach, weil dieser kleine Pisser da... Die können sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Ja, Mann. Oh, ich hasse das. Sorry, aber ich finde das einfach nur fickig, Alter. Ehrlich. Boah, hab ich so gedrückt, Mann? Oha. Das ist einfach viel zu viel Gehirnchaos bei mir. Das funktioniert bei mir nicht. Und dann immer diese Scheiße von vorne. Es wird immer mehr. Dieses Rätsel ist für den Arsch. Das ist einfach nur Scheiße. Und jetzt krieg ich die Maus da nicht mehr hingelenkt, Alter. Ehrlich. Oh Mann, da hoch habe ich dich genavigiert, Mann. Mach doch so, wie ich drücke! Ach, weil der Antwort kostet, Mann. Scheiße, es nervt einfach über... Oh, ich hasse dieses Spiel. Sorry. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Alter. Ich glaube, ich schwöre, ich hätte den PC gefressen, wenn ich den jetzt nochmal dran verreckt wäre, Alter. Diese Scheiße da. Diese Scheiße. Ich hasse es, echt. Ich hasse es total, Alter. Mann, fick dich. Man muss ja auch irgendwo seine Aggression rauslassen, ne? Muss ja auch mal erlaubt werden hier. So, wir können Anzugsstation was machen. Wir können uns diese Audio-Nachricht mal schon anhören. Wir dachten, das wäre die Antwort, aber wir wurden getäuscht. Ja, der Mond ist die Quelle des Signals. Ist Wahnsinn. Mach uns vollkommen abschalten. Das sind keine Hilferufe, sondern Befehle. Und wir waren dumm genug, sie zu befolgen. Nachladen, Schaden, Fire Rate. Wir brauchen Motivation. Schaden finde ich natürlich ziemlich nice, ne? Schaden. Was können wir noch machen? Wir bräuchten Munition. Gibt es so etwas nicht? Nachladen? Oh, noch mehr Schaden. Schaden finde ich ziemlich geil. Neue Platine herstellen. Da können wir nicht. Oh. Manchmal ist das auch ein Schicksal. Warte mal, können wir noch irgendwas machen, ne?
Schwerer Standard, schwerer. Okay. Vielleicht können wir noch mal was mit unserem Anzug herstellen. Hä, war das nicht eine Anzugstation? Wo, hä? Ach, da war die. Aha. Voll verplant, Alter. Okay. Nee, Anzug wechseln eigentlich weniger. Vielmehr Panzerung. Oh, Mando. Man hat einfach von allen viel zu wenig, ne? Das ist ganz klar. So. Nicht das Ding machen? Okay. So. Man sollte ja meinen, dass man von allen viel zu viel hat. Aber nein, man hat von allen viel zu wenig. Ist so im Laufe der Zeit geworden, tatsächlich. Mehr Schaden. Oh. Hilft nichts, wa? Muss ich immer noch weiter runter zoppeln hier? Den Weg nach unten? Achso, kam die eigentlich was dabei? Ein schwerer Abstieg. Ah, oh, Moment. Munitionsklipp. Ah, das ist gut, das ist gut. Könnte ich unbedingt von unserem Impulsgewehr gebrauchen. Scheiße, Mann! Alter, was war das? Was war das? Das waren die Kinder von Dosendörte, wa? Und wie die alle ihr Leben lassen. Uff, das wollte ich gar nicht. Wie die alle ihr Leben lassen. Für so einen Vollidioten. Von den Monstern gefressen. Speergewehr? Was ist das denn? Speergewehr. Ah.
Ja, alles wegen so Vollidioten, ne? Und der macht das einfach so mit denen und bla 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 und blub blub. Ach herrje. Ach herrje. Und es geht weiter bergab. Jo, voll angenehm. Wer will so etwas? Scheiße, 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 scheiße. Ja, ja, ja. Digga. Alter, so langsam musst du aber auch Isaac echt Matsch am Paddel haben, Alter. Der dreht ja völlig durch hier. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an! Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Mach deinen Weg frei für die Landungsschiffe. Sofort! Okay, aber wäre mal cool, wenn unser Homies jetzt mal wieder am Start wären, würde das Ganze hier alleine machen. Alles in Ordnung. Carver, er ist hier. Er will zur Maschine. Kommen Sie an ihn ran? Ich versuch's. Finden Sie einen Weg in die Stadt. Ich hoffe, wir treffen uns unterwegs. Da müssen wir mal wieder Strom mucken, wa? Naja, aber er wirft uns das vor, dass wir den alle hier getötet haben. Schütze. Das waren ja auch viele Aliens dabei. Das sind nicht Robots. Ja, zum Beispiel, das Ding ist an. Mensch, geht. Wir haben ja ein paar Clips gefunden. Lass mal gucken, was wir denn dann so am Start haben. Okay, die Bots sind zurückgekehrt und bringen uns ein bisschen Chlamydien mit. Chlamydien. Fackelbots sind das. Was eigentlich? Praktisch dann. Und wofür kann ich das machen? Ripcore? Das ist ein Waffenteil, oder habe ich mir jetzt einen Brenner hergestellt? Habe ich mir jetzt selber eine Waffe zusammengebaut, oder? Ich habe mir vorgestellt, dass dieses Kackding... Aha. Speicherort wählen. Für einen Brenner? Nein. Hier kannst du dann. Ich hab mir gedacht, dass wir das Ding kombinieren können auf ein Impulsgewehr oder so ein Scheiß. Nein. Clip hinzufügen 4. Nochmal Schaden. Ja, mach doch. So, Nachladen. Also, ich brauche mal so einen Munitionsclip oder so. Das wäre mal geil, ne? Ich finde, Fire Rate finde ich gar nicht mal so dramatisch. Viel mehr. Waffen herstellen? Nein. Vielmehr eben halt. Was?
Was habe ich jetzt gesagt? Mein Gehirn ist gerade irgendwie bei null. Neue Platine herstellen können wir nicht. Schade. Aber nachladen, gut. Ja. Nachladen, Feuerrate. Munition wäre sauber, oder? Schaden haben wir keinen mehr. Zusätzlichen Clip haben wir hinzugefügt. Clip hinzufügen. Ich hätte gerne Munition mehr gehabt. Warum haben wir nicht mehr Munition? Aber das geht bei allen irgendwie nicht so, ne? Okay. Ob das eine schlaue Idee war, alles, ich weiß es nicht. Kann ich nicht beantworten, Frage. Kommen wir von hier? Nee, ne? Energiestörung. Der missgestaltete Mond im Orbit. Er steuert die Marker. Oh, schön. Er ist das Endstadium der Kreaturen. Oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festfror. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Ja, bla bla. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Ach so? Sie brauchen den Codex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Okay. Carver, haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Codex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Aber Serrano hat den Durchgang mit Alien-Hieroglyphen versiegelt. Ich sehe mich mal um, ob wir sie umgehen können. Warum muss das denn... Oh, bitte. Wieder ein Rätsel. Das war's nicht. Okay. Wie soll sich der Sound denn anhören? Was weiß ich denn, Alter? Ehrlich. Warte. Was weiß ich, Leute? Ehrlich. Ich hab das so schlecht mit Aliens. Oh Mann. Wo soll ich das denn wissen? Habe ich irgendwo nicht aufgepasst? Moment. Irgendwas war da korrekt, warte mal. Oh Mann. Irgendwas hatte ich ja gerade richtig gemacht, aber irgendwie auch nicht, warte mal. Hat so lila geleuchtet eben gerade.
Auch das haut nicht hin. Das sah so aus, als wäre der richtig gewesen und der. Ach komm schon, was weiß ich denn, ne? Ich check das voll überhaupt nicht, Alter, ehrlich, ich kapier's. Warte mal. Was ist da? Warte mal, gibt es denn da irgendwie eine Idee, worauf man achten soll oder so? Also, zwei Arsch- und Muschi-Dildo nach oben, ein Dildo nach unten und einen halben Dildo nach oben. Okay. War das jetzt? Okay. Du warst, ne? Nein. Warte. Guck mal, ich bin so braindead. Nein! Ich hab doch gar nicht gedrückt. Aber guck mal, der zeigt mir irgendwas an, ne? Willst du mich verarschen? Das war das doch. Öffne. Ach, oh Gott, bin ich dumm. Ja, klar. So. Ja, endlich. Wir sind durch. Oh Gott, hat das lange gedauert. So, Kinderchen. Wie das wohl ausgehen mag, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und tschüssli, Müsli.